Der wahnsinnige Hexenmeister. Ihr kennt ihn, ihr habt ihn schon häufig gesehen. Inzwischen spielt man ihn tatsächlich mit ein paar neuen Karten. Die möchte ich euch heute vorstellen, um euch dann jede Menge Spaß mit diesem wahnsinnigen Deck dazulassen. Und zwar spielen wir als Neuzugang Tide Pool Pupil mit einer der coolsten Karten, wie ich finde, wenn man irgendwas um Zaubersprüche basierende Decks hat. Ihr wisst, Nagas sind da immer eine sehr, sehr coole Synergie dazu. Und dieser Dude hier hat: If you've cast three spells while holding this, discover one of them. Ihr habt ihn also auf der Hand, zaubert drei verschiedene Zaubersprüche, müsst natürlich ein bisschen überlegen, welche wollt ihr hier in diesem kleinen Pool vom Tide Pool Pupil haben, wie zum Beispiel ein Encroaching Insanity, ein Crescendo oder alternativ vielleicht auch ein Wrecking, um Karten zu ziehen, oder eine weitere neue Karte, und zwar Eat the Imp, um sie dann schlussendlich für ein Mana wieder herauszudiscovern. Ich finde, das ist eine super starke Karte. Spielt sie wirklich in jedem Spell bis basierenden Deck, auch zum Beispiel im Dämonenjäger habe ich ihn jetzt schon häufiger gesehen, ich habe ihn jetzt im Schamanen schon häufiger gesehen. Funktioniert also sehr, sehr gut. Aber was ist die zweite gute Karte? Es ist Eat the Imp. Eat the Imp ist ein unglaublich starker Draw-Spell. Wir möchten ja grundsätzlich nicht mal, dass viele unserer Minions auf dem Spielfeld bleiben, sondern es geht darum, dass wir das gegnerische Spielfeld freihalten. Heißt also, wenn wir früh genug unsere Party-Fiends hier aufs Spielfeld bringen oder unsere Thornveil-Tentacles, damit einmal ins Gesicht des Gegners schlagen und diese dann fressen lassen, ist alles cool. Das heißt, wir ziehen drei Karten für zwei Mana und einen Minion und sind damit reich an zukünftigen Spielmöglichkeiten. Ansonsten spielt sich das Ganze wie ein klassisches Insanity-Deck. Ihr habt hier Encroaching Insanity als diesen guten Fatigue-Spell, um das Ganze hoch zu boosten. Ihr habt den Baronite Imp, um euren Fatigue hoch zu boosten. Ihr habt Crescendo, einerseits als Finisher, andererseits auch nochmal als Board Wipe und mit eurem Fatigue. Und dann wollt ihr natürlich die ganzen guten Heilmöglichkeiten, beziehungsweise ich kriege keine Damage-Möglichkeiten von Fatigue mit drin spielen, wie zum Beispiel von Feldstring Harp oder aber Void Virtuoso. Als Finishing Tool ist auch der gute Pop Gar hier mit drin. Ihr spielt ihn aufs Spielfeld, bekommt hier diese zwei Sludges. Feldspells kosten zwei weniger und gleichzeitig haben sie auch noch Lifesteal. Das heißt, ihr könnt diese Sludges rausspielen für ein Mana, bekommt vier Leben, macht vier Schaden an einem Minion oder eurem Gegner. Und dann habt ihr noch ein richtig dickes Crescendo, das ein Felspell ist und 0 Mana kostet. Und damit beendet ihr einfach das Spiel. Es macht wieder sehr viel Spaß, dieses Deck zu spielen. Ihr müsst nur immer noch aufpassen. Es sind manchmal noch Combo-Decks unterwegs, wie zum Beispiel der Magier oder sowas oder der Schurke, dass sie hier euch innerhalb von kürzester Zeit outcomboen, also Lamplighter killen, weil wenn ihr wenig Leben habt, so wie der Pain Warlock auch meistens, dann ist es relativ leicht, euch hier mit Doppel-Lamplighter oder sowas abzuschießen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Ooh, nicer skin. You've fallen under my spell. No one matches my power. Ja, so sehe ich das leider auch, lieber Decktracker, dass das alles keine Karten sind, die ich hier gerne am Start hätte. Ein Crescendo frühzeitig auf der Hand hier? Auch ein bisschen fragwürdig. Die zwei Felstring Harps sind komplett ungut. Also die One-Drops wären dementsprechend sauber gewesen. Ich meine, ich kann immer noch gut reinziehen oder sowas, aber das erscheint mir als keine gute Starthand. Ich habe ein bisschen Removal, was wichtig ist. Der Photographer. Okay. Es kann sehr gut sein, dass ich hier einen Crescendo oder sowas fotografieren muss und damit schon glücklich bin. Ja, ich gehe für Live-Tap. Imp. Okay, Imp ist wenigstens etwas. Es setzt mich nicht unter Druck, was ganz gut ist. Geh mal hierfür. Ich schau mal meine drei Karten an, nimm das Encroaching Sanity. Diese Karte ist aber viel zu wichtig, um sie hier wegzuwerfen. Das heißt aber, ich könnte meine Hand im nächsten Zug fotografieren.
Okay, er hat Buttons. Mom, get the camera. Zwei noch. Drei noch. Ich gehe Face und im nächsten Zug versuchen wir eine Crouching Sanity zu spielen. Und auch einen Crescendo, falls er sich sein Board aufbauen will. Ich bin mal gespannt, was er für... Was er kriegt, der Zauberspruch? Genau, Spell Schools. Bin mal gespannt. Ja, Frost, okay. Er hat 10 Handkarten. Okay. Das aus einem Frost Strike ist auch gut für ihn gewesen. Nochmal ein Insanity. Ja komm, dann werden wir doch einfach mal ein bisschen verrückter hier, mein Freund. Zack. Tentakel ist gut. Also, Thornwell Tentakel meine ich natürlich. Schmerzhaft. Hierfür. Nehmen noch mal die Sanity raus. Ich glaube trotzdem, dass ich hier an der Stelle tot bin, ne? Er muss hier nur in den 2-1 rein traden. Dann kann er wieder seine Waffe einsetzen. Und das relativ billig. Oh, wow. Das ist eine gute Karte. Ich schätze mal, dass ich hier große Probleme haben werde. Er macht mir wieder 7 Damage. Aber im nächsten Zug stirbt wenigstens der Kollege. Ja, ich gehe mal hierfür. Ehrlich gesagt, wir gehen nochmal für die Sanity. Kann er mir 11 Schaden machen? Ich kann ihm auf jeden Fall keine 8 Schaden machen, leider. Ich kann mal kurz gucken, was ich hier drin habe.
dann gehen wir für den Crescendo. Okay, 13 Leben wird halt für ihn nicht schwierig werden, würde ich mal behaupten. Ich nehme 8 und, nee, 9 und 10. Das heißt also, wir sterben beide hier grundsätzlich. Er ist bei 7 und 8. Das heißt also, wenn ich Topdeck Virtuoso habe, Topdeck Popgar, ich meine, ich kann ihn nicht töten, ne? Ich töte mich automatisch selbst damit. Ha. Das ist ja nicht cool. Oh mein Gott, das ist so close, Leute. Ich darf halt leider nicht topdecken, ne? Nochmal Crescendo, nein! Ich meine, ich verliere damit nicht, aber ich gewinne damit halt auch nicht. Oh, well played. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, sage ich einfach mal so, aber bevor ich verliere, gehe ich lieber für einen Draw. Das zählt nicht als Loss, das zählt aber auch nicht als Sieg, ne? Man nimmt, was man kriegen kann. Magier. Das ist immer ein schwieriges Matchup. Ich wollte eigentlich die Harfe wegklicken, aber irgendwie habe ich die Maustaste nicht richtig getroffen. Scheinbar. Okay, Elemental Mage, wie sieht's aus bei dir? Aber vielleicht ist dann sogar die Harfe nicht das Schlechteste. Okay. Top-Draw an der Stelle. Die 3 Damage nehme ich hier gerne mit. Oh mein Gott, okay. Wir ziehen jetzt mal richtig Karten hier, Kollege. Oh, ich hätte ihm einen Damage erstmal noch machen müssen. Never mind, der eine Damage wird sicherlich nichts ausmachen. Plus 2 Spell Damage. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass Spell Damage hier nicht so relevant ist. Das ist ein No-Minion-Mage, wie man von früher kennt. Okay, er tradet hier, ja, ist alles cool. Ein Crescendo. Genau das möchte ich hier tatsächlich sehen. Er wird leider nicht drauf gehen, ja. Aber dann geht er nicht drauf. Ah, ist das uncool. Ist das ein wenig uncool? Ja, ich gehe mal hierfür. Kriege 3 Fatigue mit. Ich gehe für das hier. Und der ist halt jetzt übrig. Okay, 2-1. Vorteil, wenn er die rechte oder linke Karte spielt. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut für ihn, weil das ist immer die... Er hat jetzt die linkeste Karte gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und hat die Karte jetzt wieder an den rechten, ans rechte Ende bekommen. Okay. Your spells cost one less to cast. Das gefällt mir mal gar nicht.
Töte mal wieder den hier. Dankeschön. Ich glaube, ich muss hier wirklich für den Fracking-Lader gehen. Ein weiteres Crescendo ist sehr gut. Ich gehe für die Waffe, ich gehe für den Coin und die Hero-Ability. Okay, das ist sehr schön. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich kann gleich nochmal Karten ziehen. Ich habe mein Crescendo am Start. Ich nehme momentan durch meine eigenen Aktivitäten hier keinen Schaden mehr. Okay, Lightshow. Und Lightshow. Ich würde die jetzt so gerne fotografieren, aber ich kann es nicht. Okay. Ich bin wieder auf einem einigermaßen sicheren Stand. Oh wow, er discovered einfach einen Firelands Portal daraus. Holy. So, bitte. Vielen Dank. Okay, er kann mir 6 Schaden schießen und bekommt nochmal zusätzlich 2 Feuerzauber in den Start. Heatwave. Okay, killt mir damit mein Board und gibt mir nochmal 2 mit seinem Drink. Das ist keine einzige Karte, die ich hier gerade spielen kann. Das ist eine Karte, die ich spielen kann. Okay. Damit gehe ich hoch auf 13 und das muss jetzt reichen, um zu überleben. Ich habe für den nächsten Zug nochmal das gleiche Spiel. 3, okay. Was discovered er hier? Oh, er freest in. Okay. Wait, er beschwört ihn sich aber jetzt auch eingefroren, oder? Ich meine, ja. Weg damit. Okay, das ist eine sehr gute Karte. Dann Lifetap ich hier nochmal an der Stelle. Komm, gib mir mal die Sanity. So, jetzt sieht's doch gut aus. Du bist bei Fatigue 3 und 4. Ja, ich bin bei 7. Und du bist bei 3 und 4. Das heißt also, ich spiele im nächsten Zug einen Zauber, ich spiele das hier, ich spiele Sanity und sterbe dann wahrscheinlich auch. Ich brauche den Trog, habe ich das Gefühl. Was ist hier noch für ein Spell drin in den 2 Einsern? Oh mein Gott. Komm, gib mir bitte den. Das ist der falsche Dude.
Das Problem ist, ich bin genau bei 9. Das heißt also, selbst wenn ich das jetzt spiele plus das hier und da ist ein. Wait, halt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist hier ein Ding drin von Popgar. Okay, oder auch nicht. Nein, genau die eine Karte, die ich brauche. Okay, never mind, wir sind fein. Wir machen es so. Haben noch drei übrig und jetzt muss nur einer face-hitten und damit ist es GG. Ich habe echt gedacht, in meinem Pupil ist noch ein Popguard drin oder sowas, aber. Nope. Oh mein Gott, was war denn das für ein Game schon wieder, Leute? Hey, boah, ich kann es euch sagen.